Moin moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge Kingdom Come Deliverance. Wir waren gerade dabei, als Theresa die Kupplerin für Johanka zu spielen. Die möchte nämlich gerne mit Matthias zum Tanzfest gehen, traut sich aber nicht zu fragen, weil sie Angst hat, abgewiesen zu werden. Deswegen sollen wir da ein bisschen nachhelfen und wir gehen jetzt mal zu Matthias nach Hause, auch wenn es nur optional ist, und besorgen den Glückswürfel. Mal schauen, wo ist denn das Zuhause eigentlich? Da ist beides da hinten, okay. Weil habe ich jetzt einen Dietrich uns letzte Folge besorgt, mehrere, damit wir da was aufschließen können. Die beiden hier sind sowieso wissen. Was? Gülleschaufler. Beleidigen sich den ganzen Tag. Naja, egal. Was ist eigentlich bei mir los? Die hat doch jetzt hier irgendwas. Ist das hier? Rausch? Süßes Hühnchen. Die hat nicht so viel Ausdauer. Ist die müde? Naja, keine Ahnung. So, B. Hä? Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Nee. Das muss ich noch irgendwie beschaffen. Aber warte mal. Sorge dafür, dass Matthias mit Jonke zum Tanzfest geht. Okay. Muss ich wohl zu A gehen? Nehme ich jetzt mal an. Und das ist hier in diesem Haus, wie mir scheint. Ja. Matthias. Suchst du nach mir? Nein. Gott sei mit dir, Theresa. Ja, was Gott zum Gruße. Das ist ein privater Bereich. Jo. Okay. Hey. Was soll das werden? Hi. Kann ich mit dir reden? Mein ja. Gott, was ist dir zugestoßen? Du siehst aus, als wärst du überfallen worden. Ach, mal so. Wie findest du eigentlich Johanka? Sag mal, Matthias, wie gefällt dir Johanka? Johanka? Ist ein nettes Mädchen. Sie half mir und den Jungs ein paar Mal aus der Patsche. Ja, doch. Wir kommen gut mit ihr aus. Warum fragst du? Ach, nur so. Sie mag dich, aber sie ist schüchtern. Wenn du sie zum Fest begleitest, tanze ich auch mit dir. Nee, das machen wir nicht, weil wir tanzen ja schon mit... Adam? Hieß er Adam? Ich meine, ja. Sie mag dich, aber sie ist schüchtern. Johanka ist wirklich eine Nette. Ist dir aufgefallen, dass sie zu dir netter ist als zu anderen? Was meinst du damit? Ach komm, das weißt du doch selbst. Du denkst, sie mag mich? Frag sie, ob sie heute Abend mit dir zum Tanzfest gehen will. Weiß nicht. Meinst du, sie willigt ein? Ich kann's versuchen, aber warte. Vielleicht sollte ich mich vorher herausputzen. Was denkst du? Du willst es doch bloß aufschieben. Geh einfach und frag. Ist doch nichts dabei. Na gut, ich versuch's. Zack, einfach. Berichte Johanka, wie es mit Matthias gelaufen ist. Ja gut, ich könnte jetzt theoretisch natürlich... Was ist das? Was? Hallo. Trotzdem da in das Haus einbrechen oder so? Mal auch hier hinten irgendwo rein? Nee. Hallo Schweinchen. Wie geht es dir, Theresa? Gut. Ja, wir haben jetzt halt nicht für dich diese Glückswürfel geholt, aber wir haben das anders geklärt, ja? Hi. Das mit Matthias. Ja? Ich will alles wissen. Ich habe ihm einfach alles erzählt, Ich habe mit ihm geredet und ihm alles erzählt. Was? Oh mein Gott, Verräterin! Er meinte, er würde gerne mit dir tanzen. Wie dreist, dass du ihm... Was hast du gesagt? Ja. Ich habe gesagt, dass er gerne mit dir tanzen würde. Und was noch? Was willst du denn noch? Einen Heiratsantrag?
Er sagt, er wird dich fragen. Und das war's. Er kommt hierher? Oh mein Gott, ich muss mich rausputzen. Ja, mach doch mal. Thea, hab Dank. Ja. Bitteschön, kann ich jetzt wieder nach Hause gehen oder so? Ja, doch, hier. Kehre zum Vater zurück. Das machen wir jetzt auch. Ansonsten, ja, die eine Aufgabe habe ich jetzt nicht erledigt, aber dafür... Passt schon. Dafür können wir jetzt zum Vater zurückkehren. Dem berichten, dass die Nägel noch nicht fertig sind, wovon er sicherlich nicht allzu begeistert sein wird, nehme ich jetzt mal an. Aber was will ich machen? Das lag nicht in meiner Macht. Ja, die beiden wieder. Also ich muss sagen, bisher finde ich das Spiel immer noch richtig top. Mich hat es am Anfang gewundert, dass wir jetzt auf einmal dann als Theresa spielen, aber warum nicht, ne? Vielleicht wird das ja mal so eine richtige Schwertdame. Auch sehr unüblich in solchen Spielen, ne? Überall mal. Hallo Hühnchen. Hühnchens bänken. Ja, da ist Vatern. Guten Tag. Die Nägel sind noch nicht fertig, Vater. Ich wollte die Nägel holen, aber der Schmied ist bei Herrn Ratzig. Nun gut, es kann auch bis morgen warten. Keine Eile. Aber es gibt etwas anderes. Was ist denn? Die Wachen sind hier aufgekreuzt. Sie sagten, jemand stiehlt Silber aus den Minen. Kannst du Stibo Bescheid sagen? Er ist bei der Fischreuse unter der Brücke. Warum muss Stibor davon wissen? Warum? Was hat Stibor denn mit dem Silberdiebstahl zu tun? Nun, ich will einfach nur, dass er Bescheid weiß. Bitte beantworte meine Frage, Vater. Vater, ich will es wissen. Traust du deiner eigenen Tochter nicht? Herrgott nochmal, Theresa, ich sagte, du sollst Stibor Bescheid sagen. Schade. Also tu das. Und zwar schnell. Hat vielleicht doch Herr Ratzig nichts damit zu tun? Aber Familie von Theresa möglicherweise, ihr Vater und ihr Bruder, die in der Silbermine am Klauen sind? Ist es das vielleicht? Erzähl Stibor vom Besuch der Wachen und warne Stibor. Ja gut, das ist ja beides an dem gleichen Ort, ne? Ja, wohl auch die gleiche Person sein. Hier unten ist er. Na komm. Stibor? Wachen waren bei uns, Stibor. Vater schickt mich. Die Wachen waren bei uns und haben nach dem Silber gefragt. Scheiße. Scheiße. Ganz ruhig, Stibor. Hör zu, Thea. Du musst mir helfen. Aha. Erst will ich aber alles wissen. Nicht so schnell. Erst will ich wissen, was hier los ist. Na schön. Wie soll ich sagen? Spuck's schon aus, sonst werde ich dir nicht helfen. Na schön. Vater trat mit etwas an mich heran. Man kann leicht Silbererz aus der Mine schmuggeln. Und er kennt einen reichen Kerl, der es kaufen wollte. Und wir haben jetzt ein Problem. Wir sind die Silberdiebe. Gott hab Gnade. Du musst mir helfen, Theresa. Du bist Familie, okay, ich helfe dir. Gütiger Himmel, ihr habt wahrlich den Verstand verloren. Gut, ich tue es für die Familie. Danke. Verzeih, dass ich dich damit hineinziehe, aber ich schaffe es sonst nicht. Wo hast du ihn versteckt? Das ist es ja. Unten in einem überschwemmten Stollen. Samuel hat dort gearbeitet. Was, Samuel hängt da auch mit drin? Nein, nein, sei unbesorgt. Er weiß von nichts. Warum gehst du nicht runter und holst ihn? Weil ich nicht kann, deswegen. Verdammt nochmal, Stibor. Weißt du, wo er ist oder nicht? Ich weiß es. Aber als ich ihn holen wollte, wurde ich gesehen. Ich stand auf einem Holzsteg und warf den Sack hinunter, damit ich nicht mit dem Silber erwischt werde. Und jetzt komme ich nicht mehr an den Sack ran. Jedenfalls hat es unten beim Aufprall geplatscht. Und wie sollen wir den Sack jetzt finden? Durch die ganze Mine kriechen? Ich habe deine Idee. Samuel kennt sich dort aus und weiß, wie man in den Stollen gelangt. Oh nein, Stibor, vergiss es. Du wirst Samuel nicht in diese Sache mit hineinziehen. Niemals. Was denkst du bloß von mir? Er soll nur eine Karte zeichnen. Den Rest erledigen wir.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe da noch eine Frage. Moment, ich will dich etwas fragen. Wie bist du eigentlich in die Sache hineingeraten? Wie bist du da hineingeraten? Vor kurzem sah ich Vater einen Sack Silbererz schleppen. Ich hörte nicht auf, ihm Fragen zu stellen. Und letzten Endes musste er es mir sagen. Okay, also Vater. Warum das Silber des Königs? Wenn ihr schon stehlen müsst, warum muss es ausgerechnet etwas sein, bei dem ihr Kopf und Kragen riskiert? Was denn sonst? Sollen wir Kohl stehlen? Naja, ist wenigstens halt was zu essen, ne? Mehr muss ich im Moment nicht wissen. Na schön, ich beschaffe die Karte. Schön, Stibor. Ich sage Samuel, dass er die Karte zeichnen soll. Hast du etwas, das ich ihm zum Zeichnen geben kann? Hier, gib ihm das. Und versuch die Karte von ihm zu kriegen, ohne etwas zu verraten. Sonst könnte Vater mächtig Ärger machen. Ich werd's versuchen. Wo ist Samuel jetzt? Wo wird er sein? Er ist wie immer zum Teich gegangen und rückt sich vor der Arbeit. Triff mich am Wenzelkorridor auf dem Hügel, wenn du die Karte hast. Ich warte dort auf dich. Diesen Jungen, ne? Den Samuel. Der ist aus dem Bett gescheucht. Jetzt schlawinert er schon wieder da am Tümpel herum. Ah, okay. Ich muss einmal um die Stadt außen rum gehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Map voll cool. Ah, hier ist die Mine. Okay. Die Map sieht voll cool aus, finde ich. Ah ja. So. Lass dir von Samuel den Weg zum überschwemmten Stollen aufzeichnen. Ist das unsere einzige Quest oder gibt es noch neben? Ja, ich hab doch Stibor davon erzählt. Hey Stibor! Stibor, Stibor, Stibor! Stibor! Ist das Stibor? Ja. Kann ich nicht. Hä? Hab doch. Na gut. Warte mal, was stand da mit Sonnenaufgang und Untergang? Der Alltag im Dorf ist kein Lotterleben. Von Sonnenaufgang hat man auch einen Weg zu tun. Okay, nee. Wir gehen zum Thema Karte zeichnen über. Viel Energie habe ich jedoch nicht mehr, also Ausdauer. Aber das sieht auch so aus, weil es dahinter weiß, dass das sie das nie hat. Ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie Hunger hat oder sowas. Oder Hunger bekommt. Jedoch bin ich nicht im Vollbesitz meiner Kräfte. Das sieht man links und rechts am Rand. Da habe ich so leichte Blutspritzer immer noch von der Sache, von dem Kampf gegen den Hund-Wolf. Vielleicht geht das weg, wenn wir uns irgendwo waschen. Gibt es hier vielleicht einen Trog, an dem ich mich waschen kann? Werte Leute? Hallo? Gott schütze dich, Thea. Ja, danke, Gott zum Gruße, ne? Hallo, Holzfäller Julian. Gott sei mit dir. Tag. Was gibt's Neues? Was gibt es Neues? Naja, die Sonne ging auf und wird wieder untergehen, so Gott will. Du bist doch die Müllers Tochter. Richtig, Theresa. Ich bin Holzfäller Julian. Wir haben noch nie geredet, oder? Schöner Hund übrigens. Wie heißt er? Wir nennen ihn Spitzer, weil er immer so süß die Ohren spitzt, wenn er ein lautes Geräusch hört. Vater bekam ihn als Welpen von einem Henker, der wohl ziemlich viele Hunde hat. Ein Henker, der es nicht übers Herz bringt, seine Welpen zu ertränken. Bestimmt hat er deswegen so viele Hunde. Ein prächtiger Bursch. Auch nicht. Also, der Hund. So einen könnte ich im Wald gut gebrauchen. Hör dich doch mal im Dorf um. Vielleicht gibt jemand einen her. Hab ich schon gemacht. Der Fleischer hat einen guten Wachhund. Der bellt immer, wenn ich komme. Nur dachte der Fleischer, nun ja, es gab ein Missverständnis. Ach ja? Er dachte, ich will einen wegen dem Fleisch. Ich würde nie, wir haben Hundefleisch mitgenommen, aber ich würde es nie essen. Oh, wie furchtbar. Nein. Das könnte ich nie essen. So liebe, nützliche Tiere. Ich auch nicht. Außer ich wäre am Verhungern. Aber es gibt viele Leute, die sofort zugreifen würden. Nett, dass wir geplaudert haben, aber ich muss jetzt weiterarbeiten. Okay, Julian. Tschüssi. Ihr habt hier leider keinen Trog. Schade. Ah, vielleicht finde ich noch einen.
Hier an der Brücke können wir, glaube ich, hier rüber gehen. Du hast entdeckt Unfallort. Oh! Au! Mein Gott. Au! Guck mal, so Geld, Mann. Oh, der war besoffen. Die Haare schwimmen oben. Schlecht. Pizza. Komm, wir gehen. Oh. Also eins muss ich sagen, ne? Auch wenn ich das Spiel so wirklich schön finde, ne? Es hat wahnsinnig viele Grafikfehler. Aber das Spiel an sich macht es absolut wett. Find's immer noch wirklich top. Kann ich nichts gegen sagen. Ich habe mal geguckt, bei Metacritic hat es eine Wertung von 76. Was ich im Moment tatsächlich wirklich noch nicht, auch wenn ich noch nicht viel gesehen habe, nicht bestätigen kann. Mich packt das wirklich, das Spiel. Von daher, ich kann es wirklich bis dato noch nicht ganz nachvollziehen, wo diese in Anführungsstrichen schlechte Bewertung herkommt. 76 ist natürlich nicht schlecht, da gibt es wesentlich schlechter bewertete Spiele. Ganz klare Geschichte. Aber 76 ist halt auch nicht so toll. So, aber wie dem auch sei, da unten wird wohl unser Bruder Samuel sitzen. Wer ist das denn hier überhaupt? Kann ich mich denn hier irgendwo mal waschen? Das spricht ein Deffensprache. Ja, genau. Gott sei mit dir, Theresa. Oh. Ja, aber einfach nur. Kann ich mich auch nirgendwo waschen. Na, Samuel? Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ach. Warum feine Kleider? Was ist denn bei mir so schlimm gerade im Moment? Bin ein bisschen schmutzig hier und? Naja, und? Beißen die Fische an? Und? Beißen sie an? Bisher nicht. Aber bis zum Abend ist es noch eine Weile. Naja, solltest du nicht jetzt arbeiten? Musst du nicht arbeiten? Ich habe ein wenig frei. Ja, genau. Ach ja? Du hast sie frei genommen. Ich hab mich mit der Spitzhacke verletzt. Grundgütiger Himmel. Geht es dir gut? Jawohl, hab nur so getan, als ob. Ja. Ich muss mich ausruhen. Also wirklich? Irgendwann verletzt du dich doch und dann wird dir niemand glauben. Ja, der Weg zum Stollen in der Mine. Sag mal. Samuel, du musst mir helfen. Ach, Thea, ich will doch jetzt fischen. Keine Sorge, du musst dafür nicht weg von hier. Erinnerst du dich noch, als der Stollen überschwemmt wurde, in dem du gearbeitet hast? Ja, der war ganz schön tief. Als wir am Morgen darunter sind, stand das Wasser kniehoch. Meister Pfeiffer sagte, das passiert immer, wenn der Entwässerungsstollen höher liegt. Wir haben einen Sickerschacht gegraben, aber vergebens. Kannst du mir eine Karte mit dem Weg dorthin zeichnen? Hä? Wozu brauchst du die Karte denn? Vertraue mir einfach. Ich will ihm da nicht mit reinziehen, aber er soll mir einfach vertrauen. Und eigentlich ist er mir was schuldig, damit ich ihn nicht verpetze. So. Vertrau mir einfach, Samuel. Es ist äußerst wichtig, eine Familiensache. War ja klar, wieder halbseidige Müllersgeschäfte. Kein Wunder, dass es all die Gerüchte über uns gibt. Gib her, dann zeichne ich dir die Karte. Ich will gar nicht mehr über diese Sache wissen. Ich bleibe noch eine Weile. Ich bleibe noch eine Weile hier. Ja, ich will ja nicht sagen, dass das was mit Steeboard zu tun hat, ne? Ich bleibe noch hier. Du hilfst mir damit sehr. Zack. Okay. Kann ich mich denn vielleicht hier an dem Bach waschen oder so? Ist auch nicht, ne? Wenn ich weiter hineingehe, ertrinke ich vielleicht. Na, das glaube ich nicht. Oh, Schnapsel. Haben wir hier einen Retterschnaps und Schnapsel? Ich wollte mich ja nur säubern, Entschuldigung. So. Unsere Aufgabe. Sprich mit Stibor bei beiden Sachen. Ja. Stibor ist jetzt weitergezogen.
Da sind wir einiges zu ihm gelaufen. Ist hier nicht ein Pferd? Hallo? Nein, er gibt nur den Hund. Schade. Naja. Dann wollen wir halt einfach mal ein bisschen wieder durch die Lande ziehen, würde ich mal so sagen. Bei sowas hätte ich jetzt, wäre ich jetzt tatsächlich normalerweise schnell gereist. Obwohl das natürlich dem Spielerlebnis nicht gerecht wird, aber ich hätte es wahrscheinlich hierbei mal gemacht. Aber naja. Was soll's, nicht so schlimm. So sehen wir mehr von der Landschaft, auch wenn wir das hier teilweise schon kennen, natürlich. Na komm. Aber vielleicht finden wir hier auf dem Weg noch eine Möglichkeit, tatsächlich um uns zu waschen. Hier unten muss ich hier erstmal was essen. Ich denke mal, wir können hier was essen. Hast du einen Topf essen? Du hast zu viel gegessen, du wirst eine Zeit lang keinen Hunger bekommen. Bist aber schwerfällig und behäbig, bis du alles verdaut hast. Ah, okay. Auch wieder eine coole Sache, dass das Spiel sowas bietet. Bin jetzt überfressen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier was gegessen hatte. Wahrscheinlich noch gar nicht, aber wahrscheinlich in dieser Mission wird Theresa keinen Hunger bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Werden wir, glaube ich, daran sehen, ob die Überfressung gleich aufhört oder halt eben nicht. Sehen wir dann. Muss ja jetzt hier rüber. Jetzt stehen hier nämlich keine Palisaden, ne? Wo wir aus der Burg geflohen sind. Als Heinrich standen hier ja Palisaden. Auch interessant, finde ich. Damit du halt wirklich dahin läufst, wo man hingelaufen ist, was Theresa angeht, weil musst du ja im Prinzip Theresa retten. Ansonsten könntest du ja nicht weiterspielen, das Spiel. Na, ist hier nirgendwo Wasser drin, wo ich mich säubern könnte. Hallo? Nein? Komm schon, bitte. Irgendein Trog mit Wasser. Gott schütze dich, Thea. Ja, danke. Dich auch, mein Lieber. Whoever you are. Naja, dann eben nicht. Ich wollte mal das ganze Blut abwischen, wenigstens jetzt mit der Zeit. Aber das erlaubt mir das Spiel ja leider nicht. Aber ich bin jetzt gleich bei Stibor. Ich steht hier. Da steht er. Hi. Theresa! Ich habe die Karte. Ich habe Samuels Karte. Und jetzt? Gut. Nun, als erstes müssen wir in die Mine. Wendel, dieser Narr, schiebt Wache. Wir sollten uns aufteilen. Ich lenke ihn ab und du schleichst dich rein. Ja, ich habe da mal eine Frage. Warum gehst du nicht rein? Nee, das hat er ja schon beantwortet. Wer hat dich mit dem Sack gesehen? Wer hat dich gesehen? Und was hast du gesagt? Na, die Bergarbeiter. Ich habe gesagt, dass ich nur Samuel suche. Aber die Wachen waren trotzdem nicht gerade zimperlich. Ach, na gut. Das ist alles. Dann mal los. Bringen wir es hinter uns. Sobald der Kerl weg ist, schleichst du dich hinter den Büschen rein. Und nimm eine Fackel mit. Da drin ist es stockdunkel. Aber pass auf, dass dich niemand sieht. Viel Glück, Thea. Eine Fackel habe ich bekommen. Gut. Finde den Sack. Okay, warte mal. Und gerade... Questlog. Irgendwo hier finde den Sack mit dem gestohlenen Erz. Wendel, du Lump. Komm mal bitte her. Da wollen wir doch mal gucken. Aber ich würde mal so behaupten. Man sich ja auch irgendwo ducken. Das
Das Pfeifen war jetzt wahrscheinlich nicht ganz so schlau. Der Bildschirm aber so rot ist. Aber die Fackel anmachen. Da war jemand. Bin mal gespannt, ob wir ankommen. Auf jeden Fall ein gut ausgebautes Tunnelsystem. Aber hier hört es auch schon wieder auf. Nicht, dass das einstürzt. Können wir hier was mitnehmen? So, Freunde. Machen jetzt hier mal einen kleinen Cut. Hoffentlich sieht uns jetzt keiner. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ich hoffe auch, dass ihr bei der nächsten Folge wieder reinschaut, wenn wir weiter hier tiefer in diese Mine vordringen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal bei Kingdom Come Deliverance. Bis in 2 Tagen. Ciao.